Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video zur Dschungelshow. Wir haben heute mal wieder die Belegschaft gewechselt. Heute ziehen in das Haus ein 10-Jahr Prinzessin von Sachsen, Philipp Pavlovich und Jamila Rowe. Dieses Mal haben sie sich das gespart, dass sie gesagt haben, sie holen alle noch ein bisschen öffentlichkeitswirksam mit einer Stretch-Limousine ab, sondern sie haben jetzt alle getrennt voneinander in Teile des Tiny Houses gesteckt. Jamila musste im Sprechzimmer warten, wenn wir das so nennen wollen. Xenia war im Wohnbereich und Philipp war einmal draußen. Da haben sie sich dann zufälligerweise dann auch alle recht schnell gefunden. Bis auf Jamila, die hat dort etwas sehr irritiert geguckt und hat erst gedacht, man ist dort alleine. Als sie sich dann alle zusammengefunden haben, haben sie sich erstmal über ihre Reality-TV-Erfahrung unterhalten. Und dann fing Jamila natürlich an, da sie ja nun auch mit Abstand die Älteste ist, hätte sie ja auch schon einiges an Erfahrung und war auch schon bekannt, bevor das Internet mit seinen Schlagzeilen so groß geworden ist. Sie als Mutter aller Luder, sie hatte ja damals diese angebliche Affäre mit dem Botschafter und das ging natürlich damals auch groß durch die Presse. Dann hat sie wohl auch noch mitgemacht bei Adam sucht Eva, ebenfalls ein Format, was ich eigentlich noch nie gesehen habe. Dann hatte der Philipp Pavlovich erzählt, dass er dort bei Love Island mitgemacht hat, beim Bachelor mitgemacht hat, auch eben bei Like Me I'm Famous, die Sendung, die er sogar gewonnen hat, wo wir immer noch nicht wissen, was er dort eigentlich gewonnen hat. Er war beim Promi-Boxen und na gut, das sind verschiedene Sachen, die er so im Laufe der letzten paar Jahre gemacht hat. Dann haben wir noch unsere Prinzessin Xenia. Die hatte angefangen damals bei der Reality-Show Die Burg. Das war, glaube ich, 2005. Die hatte ich damals auch schon mal gesehen, wo sie sich dann entsprechend so verhalten sollten, als wenn sie jetzt ein paar hundert Jahre zurück in der Zeit versetzt waren und mussten dann entsprechend so ein bisschen mittelalterlich leben. Ich kann mich nur erinnern, ich fand das, glaube ich, damals gar nicht so verkehrt. Aber auf jeden Fall ist es schon eine ganze Weile her. Dann hat sie ja auch jetzt gerade jüngst in der Vergangenheit bei der Couple Challenge mitgemacht. Allerdings konnte man das als Nicht-TV-Now-Abonnent gar nicht sehen, beziehungsweise nur die erste Folge. Da hatte ich auch erst überlegt, ob ich dazu ein Video mache, aber wenn ich da nur über eine bestimmte Folge sprechen kann, macht es ja dann auch keinen wirklichen Sinn, das noch weiter voranzutreiben. Und neben dem Erfahrungsbereich der Reality-Formate, die sie ja nun alle gemeinschaftlich als Interesse haben, kam es natürlich auch nochmal dazu, dass gerade auch Jamila von ihren Schönheitsoperationen gesprochen hat. Jamila Rowe hat sich unter anderem die Brüste und die Lippen gemacht, dann noch Botox in die Stirn und Hyaluron hat sie sich auch noch gegeben. Jetzt hat sie wohl auch gegen den sogenannten Putenhals, konnte man sich dort jetzt wohl auch schon Botox spritzen lassen. Also aus meiner Sicht sieht sie irgendwie ganz schön kaputt operiert aus, so ein bisschen sehr maskenhaft. Und jetzt auch diese Schlauchbootlippen. Ich finde die jetzt persönlich sogar noch schlimmer als die von Christina, obwohl ich die auch schon bei der Jüngeren nicht sonderlich gut fand. Aber ich fand, bei ihr sieht's jetzt auch noch kurioser aus. Ist doch sehr abstrakt, wenn sich die Leute so ein bisschen verschandeln, indem sie sich doch kaputt operieren. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, muss das unbedingt sein? Der Philipp Pavlovich scheint wohl auch irgendwie so ein bisschen auf die Jamila Rowe zu stehen. Diese haben dann auch schon mal die erste Nacht im Bett verbracht, beziehungsweise ja eigentlich nur nebeneinander geschlafen. Aber zumindest hat mich das eigentlich gewundert, dass er dann nicht gesagt hat, er geht in die Hängematte und lässt die beiden Frauen dann zusammen pennen, aber anscheinend ging es ja dann auch so. Aber auf jeden Fall wäre dann Jamila nicht unbedingt die Partnerin, die ich mir jetzt persönlich ausgesucht hätte. Nun kommen wir auch schon wieder zum Hauptakt der Sendung. Dieses Mal hieß das Dschungeltauglichkeitsspiel Der letzte Schrei. Dort ging es darum, bestimmte Begriffe mehr oder weniger
zu umschreiben. Allerdings ging es dort eigentlich auch mehr darum, erforderliche Dezibelzahl für die Beschreibung zu halten, weniger darum, welchen Inhalt nun die Beschreibung hatte. Dort mussten zuerst Tafeln aus Boxen mit Tieren gefischt werden. Den Anfang hat Xenia gemacht. In ihrer Box waren 15 Skorpione. Dort hat sie dann als erstes das Wort Sachsen herausgegriffen. Im Anschluss war Jamila dran. Diese hatte das Wort Online-Dating, was sie beschreiben musste. Als letzte war Philipp dran. Dieser hatte in seiner Box 4 Schlangen, wo er eigentlich auch schon gesagt hat, er möchte eigentlich mit Schlangen nicht wirklich viel zu tun haben. Er hatte das Wort Klimawandel, wo es, wie gesagt, darum ging, eigentlich mehr diesen Dezibelbereich um 15 Sekunden zu halten. Sollte dann dieser Wert nicht geschafft werden, hat der Betreffende jeweils immer einen kleinen Stromschlag bekommen. Wahrscheinlich haben sie dann auch genau die Tiere jeweils bekommen in ihrer Box, die dann für den jeweiligen als unangenehmstes beschrieben wurden. Wobei ich eigentlich sagen muss, Philipp hatte eigentlich wirklich die komplizierteste Box, weil die ja nun wirklich ausgefüllt war mit diesen 4 Schlangen. Die Skorpione oder die Vogelspinnen waren ja wenigstens immer noch mal an der Seite, dass man sagt, gut, man hätte sie dann ein bisschen wegschieben können oder man brauchte sie auch teilweise gar nicht unbedingt wegschieben. Aber er konnte natürlich wirklich an seinen Schlangen nicht wirklich vorbeigreifen. In der zweiten Runde musste dann Xenia das Wort Prinzessin beschreiben, Jamila das Wort Seitensprung und Philipp das Wort Liebeskummer. Auch das haben alle drei gut hinbekommen, den erforderlichen Dezibelbereich auszufüllen. In der dritten Runde mussten über 90 Dezibel erreicht werden, was nun wirklich einem lauten Türzuschlagen gleichkommt. Xenia hatte das Wort Hashtag Couple Challenge. Allerdings hat sie es nicht geschafft, diese 90 Dezibel konstant über 15 Sekunden zu retten und erhielt dafür den ersten Stromschlag. Jamila hatte das Wort Brexit und Philipp hatte das Wort Kroatien. Auch diese beiden haben es nicht geschafft, den erforderlichen Wert über 15 Sekunden zu halten und erhielten ebenfalls einen Stromschlag. Ich glaube, das war bisher die Dschungeltauglichkeitsprüfung mit den meisten Sternen insgesamt. Haben sie sich auch wirklich alle gut geschlagen? Nach dieser Dschungelprüfung kommen wir dann zu der Studioschalte, zu Daniel und Sonja. Diesmal als Gast Ross Anthony, Isabel Edwardson und Barbara Engel. Genau wie Sarah Knappig ist Isabel Edwardson aktuell schwanger, wozu sie natürlich auch nochmal beglückwünscht worden ist. Ansonsten hatten sie eigentlich nicht wirklich viel zu erzählen von ihrer Staffel. Ross hatte nur gesagt, dass es ihm medial sehr viel gebracht hat, diese ganze Aufmerksamkeit. Als sie dann mit ihrer Talkrunde fertig waren, ging es dann nochmal runter zu den Kandidaten. Nun kommen wir auch schon mal zum Telefonvoting. Dort war Philipp auf Platz 1, Xenia auf Platz 2 und Jamila dementsprechend auf Platz 3. Also insgesamt doch eine sehr ruhige, aktuell noch recht harmonische Truppe. Also das hatten wir bei den anderen Zusammenstellungen doch schon anders erlebt, dass sie sich dort eigentlich schon am ersten Tag ziemlich angeschrien haben. Aber wie gesagt, das scheint hier recht gut zu harmonieren. Dann wollen wir mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja, leider war in dieser Runde nicht so viel los. Wie fandet ihr jetzt die drei neuen Leute im Tiny House? Hat euch das gefallen? Wer ist euer bevorzugter Kandidat? Schreibt mir das mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis morgen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine
Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.